Ein solches Thema kann man nur in einem Verbund bearbeiten und man kann es nur interdisziplinär bearbeiten. Wenn wir wissen wollen, wie Menschen mit widersprüchlichen wissenschaftlichen Informationen umgehen, dann müssen wir das psychologisch untersuchen. Zugleich können wir das aber nur verstehen, wenn wir auch verstehen, wie die Informationen zustande kommen, die Angebote, die Menschen an Informationen über Wissenschaft in den Medien finden. Das ist etwas, was in unserem Programm zum Beispiel durch die Kommunikationswissenschaftler untersucht wird. In dem Programm beschäftigen sich Linguisten mit sprachlichen Formen der Kommunikation von Nichtwissen und Erziehungswissenschaftler mit schulbezogenen Anwendungen von dem, was wir erforschen. Zum anderen bietet ein solches Programm die Möglichkeit, mit ganz unterschiedlichen Doktorandinnen und Doktoranden zusammenzuarbeiten und zugleich damit also auch den wissenschaftlichen Nachwuchs zu fördern. Und schließlich, DFG-Programme sind immer international orientiert. Nicht nur deutsche Forscherinnen und Forscher arbeiten zu diesem Thema, sondern dies ist eine Frage, zu der international geforscht wird. Und in einem solchen Forschungsprogramm haben wir die Möglichkeit, die auswärtigen Kollegen zu besuchen, sie einzuladen oder, und das ist natürlich der meistgenutzte Weg, über das Internet mit ihnen zusammenzuarbeiten.